Sehr geehrte Damen und Herren, Frau Präsidentin, wir haben ein Problem im Kitasystem, und das ist der Fachkräftemangel. Dieses Problem muss mit allen Möglichkeiten angegangen werden, anstatt es wie jetzt auszusitzen oder anstatt politische Entscheidungen zu treffen, die komplett populistisch sind, jenseits von fachlicher Strategie und dem tatsächlichen Bedarf, wie mit diesem merkwürdigen Haushaltsumsetzungsgesetz. Ein paar Wimpernschläge nach Ende der Haushaltsberatung kommt Herr Salé mit seinen für die Praxis nur homöopathisch wirksamen Vorschlägen aus dem Ärmel. Ein Viertel Kind weniger ab August 2016 bis hin zu einem ganzen Kind weniger ab 2019. Also in ungefähr 4 Jahren haben wir ein Kind weniger pro Fachkraft bei den unter Dreijährigen. Das ist übrig geblieben für Qualität. Und auch das nur gefühlt, denn woher die nötigen Fachkräfte kommen sollen, hat noch keiner gesagt. Damit glauben Sie, fein raus zu sein und sich mit den Problemen im Kitasystem nicht mehr auseinandersetzen zu müssen. Aber die Probleme gehen nicht von alleine weg. Die fallen Ihnen auf die Füße und schlimmer noch, die stressen Eltern, Kinder und Fachkräfte und das täglich. Kitas sind Bildungseinrichtungen und die Fachkräfte stellen sich diesem anspruchsvollen Ziel, aber sie merken, dass sie an ihre Grenzen stoßen. Die gesetzlich verankerte Personalausstattung reicht einfach nicht aus, um all die wachsenden Aufgaben zu erfüllen. Es mangelt an Nachwuchs. Es werden keine Leute mehr gefunden, die Leitungsaufgaben übernehmen wollen. Es werden überhaupt keine neuen Leute mehr gefunden. Eine Fachberaterin drückte es neulich so aus: Schlimm genug, dass manche Träger in ihrer Not Leute eingestellt haben, die sie eigentlich für nicht qualifiziert genug hielten. Wenn bisher noch immer ein paar Körner aus der Sanduhr gerieselt sind, dann ist das jetzt vorbei. Es kommen keine Bewerbungen mehr. Und außerdem, warum sollen wir neue Plätze schaffen, wenn wir kein Personal finden? Das heißt, es müssen endlich echte Anreize geschaffen werden, um Fachkräfte zu gewinnen. Der Kita-Platz-Ausbau, der Abbau von Hürden zum Kita-Platz für Eltern, das Berliner Bildungsprogramm haben nur dann Sinn, wenn auch gut qualifizierte und motivierte Erzieherinnen und Erzieher da sind. Als im Dezember letzten Jahres vor dem Haus des Finanzsenators Fachkräfte der Sozial- und Erziehungsdienste demonstrierten, wurde zweierlei deutlich. Sie brauchen bessere Arbeitsbedingungen wie eine angemessene Personalausstattung, aber ganz wesentlich auch eine bessere Bezahlung. Und wer sagt, dass Politik sich nicht in Tarifangelegenheiten einmischen sollte, der irrt. Als Abgeordnetenhaus haben wir das Recht und die Pflicht, dem Land als Tarifpartner die Richtung zu weisen, deshalb dieser Antrag. Weil es im letzten Jahr gelungen ist, mit dem Tarifabschluss im öffentlichen Dienst, der im größten Teil des Bundesgebietes gilt, Einkommensverbesserungen in den Sozial- und Erziehungsdiensten durchzusetzen, ist die Differenz zu den Gehältern der Berliner Beschäftigten unter dem Tarifvertrag der Länder noch deutlicher geworden. So verdient eine Erzieherin ein paar Kilometer weiter hinter der Landesgrenze in Brandenburg nach TVÖD als Berufsanfängerin in der Stufe 1 ca. 120 und in der höchsten Stufe 6 ca. 400 Euro mehr als nach TVL hier in Berlin. Das ist nicht akzeptabel und wirkt nicht für eine Berufstätigkeit in unserer Stadt. Das darf und muss nicht so bleiben. Das Land Berlin kann eigenständig im Vorgriff auf die längerfristige Angelegenheit, die Tarife im TVL zu verbessern, von vorhandenen Möglichkeiten des § 16 Absatz 5 des TVL Gebrauch machen. Danach können abweichend von der tarifvertraglichen Einstufung zur regionalen Differenzierung, zur Deckung des Personalbedarfs, zur Bindung von qualifizierten Fachkräften oder zum Ausgleich höherer Lebenshaltungskosten Beschäftigte höher eingruppiert werden. Das ging in anderen Berufen auch schon. Wir sind guter Hoffnung, dass unser Antrag positiv im Ausschuss diskutiert wird. Auch die Berliner CDU hat ja auf ihrem Bildungsparteitag beschlossen, dass sich der Finanzsenator, ich zitiere, gegenüber den anderen Bundesländern für eine perspektivisch deutlich bessere Bezahlung der Erzieherinnen und Erzieher wie nach TVÖD einsetzen soll. Sie haben gestattet, dass wir diese Anregung in unserem Antrag aufgenommen haben. Ich finde, das ist eine gute Basis, und ich freue mich auf die Beratungen im Ausschuss. Dankeschön.